Grüble ich oder vertraue ich ganz fest auf Jesus? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute von Jesus diese Worte: Nehmt euch fest vor, nicht im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen. Denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Ein großartiges Beispiel für diese Hingabe an Jesus finden wir im Diener Gottes Don Dolindo Rotolo, der dieses wunderbare Gebet geprägt hat: Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Ja, er wusste, was Leid bedeutet. Er erfuhr Verfolgung. Ja, er saß sogar unschuldig im Gefängnis. So möchte ich ein paar Worte von ihm zitieren, die er von Jesus empfangen hat. So sagte Jesus zu ihm: Warum lasst ihr euch beunruhigen und verwirren? Überlasst mir die Sorge um eure Sachen und alles wird sich beruhigen. Wahrlich, ich sage euch, dass jede wahre, vertrauensvolle und totale Akt der Hingabe an mich die Wirkung hervorbringt, die ihr so sehr wünscht und die eure dornenvollen Situationen löst. Sich mir hingeben heißt nicht, sich ängstigen, sich beunruhigen und verzweifeln, um erst dann ein erregtes Gebet an mich zu richten, damit ich euch beistehe. Sich mir hingeben heißt vielmehr, gleichsam die Augen der Seele ruhig schließen und sich mir überlassen, damit ich allein euch ans andere Ufer trage, wie schlafende Kinder auf den Armen der Mutter. Das, was euch durcheinander bringt und sehr schadet, ist euer Grübeln, Nachsinnen, euer sich Sorgen und Abquälen in der Annahme, um jeden Preis alles selbst tun zu müssen. Wie vieles bewirke ich doch, wenn die Seele sich in ihren geistigen und auch materiellen Bedürfnissen an mich wendet, während sie voller Vertrauen sagt: Sorge du. Die Augen schließt und in mir ruht. Wenn ihr euch zu sehr abquält, werdet ihr wenige Gnaden erhalten. Wenn eure Gebete dagegen ein vollkommenes sich mir anvertrauen sind, dann werdet ihr viel Gnaden erhalten. Jesus, in all meiner Not, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, hilf mir nicht mehr zu grübeln, sondern mich ganz dir hinzugeben. Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, des heiligen Judas Thaddäus und aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Arbeitsstellen und Wohnungen getroffen haben, und setzt euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und bitte die Mutter Gottes, sie möge durch ihr unbeflecktes Herz all dies Negative in Segen und Heil für euch verwandeln. Und so segne, heile, stärke und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Durch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.